Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem BLK Regional TV. Wir sind heute mal im Kloster Memleben und treffen einen waschechten Mönch. Genauer gesagt einen Benediktinermönch. Bruder Maximilian wird uns von seinem Klosterleben und ein wenig von seinem Blick auf die Welt erzählen. Und wir haben eine ganz beeindruckende, bemerkenswerte Künstlerin getroffen. Ja, Frau Hollhorstmann, ich habe jetzt hier eine Künstlerin an meiner Seite. Nun stellt sich mir als erstes die Frage, wie kommt man von Paderborn, wo Sie ja herkommen, nach Memleben, um genauer zu sein, in das Kloster Memleben? Das hat einen Grund und den möchte ich gerne wissen von Ihnen. Ja. Ich habe durchs Internet ein Ehepaar, einen Herrn Ulrich in Weißenfels kennengelernt, der sich vor allem mit dem Sonnengesang befasste. Und er wollte gerne einen Film drehen und suchte Bilder, die er dazu nehmen sollte. Und mit vielen langen Gesprächen sind es im Endeffekt meine Sonnengesangsbilder gewesen. Wir kannten uns vorher gar nicht, wir haben miteinander geredet und ich habe kritisiert und er hat gesagt, so und hin und her. Ich glaube, wir haben manchmal stundenlang telefoniert, was ja heute geht. Und dadurch, ja, dann sagt er, aber eigentlich müssten wir uns jetzt mal kennenlernen und die sind in Paderborn gewesen und eigentlich haben wir doch auch eine Galerie, das ist die Brandsanierung in Weißenfels und da könnten Sie doch auch mal was ausstellen. Und bei diesem Eröffnung war der Landrat Ulrich, wir haben uns kennengelernt und dann war die Rede von meinem Katalog und der Sonnengesang. Und er sagte, oh, ich muss nächste Woche nach Memleben, wir müssen da besprechen, was in diesem Sommer gemacht wird. Das könnte ich mir vorstellen, dass das was wäre. Und so ist das dann gelaufen und nach einer Woche war das fertig, vorhin Oktober oder November, dass das jetzt hier sein soll. Und jetzt bin ich wieder hier und wohne wieder bei diesem Ehepaar und das ist eine richtige Freundschaft geworden. Und mich freut das so, dass wir dadurch auch auf kultureller Ebene einen Kontakt von West nach Ost haben. Seit 1956 bestimmt die Kunst das Leben von Ingrid Moll-Horstmann. Anfangs waren es Holzschnitte, doch nach 40 Jahren machte der Rücken nicht mehr mit und sie begann zu malen. Nach mehreren Ausstellungen wurden die Dimensionen der Bilder immer größer und das Motiv des Sonnengesanges ließ sie einfach nicht mehr los. Sie arbeitete ein Jahr lang an diesen Bildern. Was für mich jetzt eigentlich das Besondere war, dies ist ja keine normale Malerei. Wenn Sie das ein bisschen begucken, sehen Sie das. Das ist plastisch. Ich habe mit plastischem Material gearbeitet, was für mich die Möglichkeit gibt, etwas ähnlich wie beim Holzschnitt in mehreren Ebenen zu arbeiten. Durch den Sand, durch die Plastik gibt es verschiedene Ebenen und wenn ich im Holzschnitt mit verschiedenen Platten drucke, habe ich auch verschiedene Ebenen. Und von daher ist eine gewisse Kontinuität für mich im Arbeiten gewesen. Und seitdem male ich und das ist eben hier der Sonnengesang gewesen und jetzt ist er hier. Nun, wer sich nicht so intensiv mit dem Leben und der Religion des Franz von Assisi auseinandergesetzt hat, wird sich fragen, um was es sich bei dem Sonnengesang handelt. Der Sonnengesang ist ein Lied, das der heilige Franziskus im 9. Jahrhundert, als er schon krank war, aufgeschrieben, gesprochen hat. Und bis zu kurz vor seinem Tod. Die ersten Bilder sind Lob der Schöpfung. Das ist die Sonne, das ist der Mond, das ist der Wind da hinten, das ist die Mutter Erde. Das ist das Wasser, das Köstliche, das Frische, das ist das Feuer. Dann geht es beim Franziskus gegen das Ende zu und dann kommt der Lob, Last und Trübsal, das Leid in der Welt. Er hat ein sehr schweres Ende gehabt. Dann kommt der Bruder Tod da drüben, wo die drei Figuren, die Figuren in die Erde gelegt wird, deren Seele sich erhebt. Und dann kommt als letztes, was eigentlich auch zu Anfang gehört, der Lob und Preis der Schöpfung, der Lob und Preis Gottes. Und dann habe ich dieses Bild gemalt. Ich habe lange überlegt, was tue ich, bis ich an einem Ostersonntag
eine Dame traf, die gerade aus Israel gekommen und fing an, erzählte, wir sind auf den Berg gestiegen, im Dunkeln, morgens um 4. Das ist für die Pilger immer etwas ganz Besonderes. Und irgendwann kommt man dahin. Und die Sonne geht auf und im Nu ist der ganze Himmel orange. Da der Berg, da ist der orange. Oben drüber ist der Himmel blau. Und das fand ich dieses Wunderbare. Und wenn ich diesen Berg raufgehe und denke an Moses, der die Gesetzestafeln bekommen hat, dann denke ich, wenn ich auf den Berg gehe, um diese Gesetzestafeln für mich zu sehen, um sie vielleicht zu leben, dann habe ich das Lob und Preis und Lob Gottes. Dieses habe ich jetzt auch extra nochmal versucht, und es war gar nicht ganz einfach. Das sind 4 Gesetze in Hebräisch, die ich versucht habe. Es war nicht ganz einfach, die erstmal rauszukriegen und sie vor allem da drauf zu kriegen. Aber ich habe es geschafft und ich denke, auf dem Gold, das ist einmal zusammengefasst, der Lob und Preis. Und hier unten haben wir noch einmal das Kreuz, das wäre das Alte Testament, das Neue Testament, das Kreuz Christi in der Weltkugel, auch in Gold und das in Gold. Das war für mich so das letzte, einmal zusammenfassen, was der Sonnengesang, das Lob der Schöpfung gewesen ist. Die Begrüßung zur offiziellen Eröffnung übernahm Götz Ulrich, dieses Mal aber nicht in der Funktion des Landrates, sondern als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kloster Memleben. Nach der Erklärung der Künstlerin und den Worten von Bruder Maximilian rundete der Gesang der Mönche die Eröffnung der beeindruckenden Ausstellung ab. Noch bis zum 31. Oktober haben Sie die Möglichkeit, diese faszinierende Ausstellung in Augenschein zu nehmen. Ein Besuch im Kloster Memleben lohnt sich auf alle Fälle. Ja, in Weißenfels wurde am Freitag das erste Mieterfest gefeiert, genauer gesagt in der Seelauer Straße 21 bis 23. Wir haben mal vorbeigeschaut und uns mit dem Vermieter und den Eigentümer unterhalten. Ja, zu einem zünftigen Fest gehört, ja, was gehört dazu? Natürlich ein Festzelt, Musik, Unterhaltung, etwas für die Kehlen und den Magen. Als wir vorbeischauten, liefen die Vorbereitungen noch auf Hochtouren. Wer war aber nun der Initiator des Mieterfestes? Der Frage sind wir nachgegangen und fündig geworden. Ja, also das veranstalten wir als Vermieter, weil wir wollen halt, dass unser Vermieter sich hier wohlfühlen. Und wir haben ja auch einige Sachen gemacht hier in Weißenfels. Wir haben hier, wie Sie sehen, Waldschenke installiert, einen Kinderspielplatz, Wohnungen saniert. Und jetzt wollten wir einfach, um das zu feiern, ein kleines Fest machen für die Mieter. Jetzt sind sie aber noch so nett und sagen, wer ist denn hier der Vermieter? Also mein Name ist Jörg Janich und ich habe diese Immobilie vor 2 Jahren übernommen und seitdem kümmere ich mich darum, dass es hier besser wird und dass es hier halt ein bisschen vorangeht. Da stellt sich mir, da ich ja an der Sprache das höre, jetzt die Frage, wie kommt jetzt die Verbindung zu Weißenfels? Ja, ich wohne zwar in Süddeutschland, aber ich habe eine lange Beziehung zu Weißenfels. Meine Großeltern wohnten hier. Und zwar war ich denn als Kind und Jugendlicher immer in Weißenfels, jeden Sommer. Und habe deswegen schöne Erinnerungen hier dran. Mein Opa hatte einen Garten in der Langendorfer Straße weiter oben und da habe ich viel gespielt. Und deswegen, ich war dann 20 Jahre überhaupt nicht hier und freue mich, dass ich jetzt wieder in Weißenfels bin. So, nun wollen wir mal zu den Wohnungen kommen. Für Mietinteressenten, eventuelle Mietinteressenten. Wie sind die Wohnungen, wie groß sind die Wohnungen, wie sind sie ausgestattet? Also wir haben vor allen Dingen 2- und 3-Raumwohnungen da, die dann halt mit Laminat und modern ausgestattet sind, saniert sind. Und wenn jetzt Mieter können auch gerne eine Küche von uns bekommen, wenn sie sich entscheiden, für einen längeren Zeitraum zu bleiben, also mindestens 2 Jahre, bekommen sie auch eine Küche von uns gestellt. Und wir haben jetzt auch Sachen gemacht, dass wir statt einer Dusche eine Badewanne eingebaut haben, wenn die Mieter das wollten. Also wir sind da sehr flexibel.
Also ich kann als Mieter sogar noch so kleine Wünsche äußern, wenn ich Interesse an so eine Wohnung bekunde? Auf jeden Fall. Also vielleicht auch ein bisschen größere. Es hängt halt davon ab. Also wir erfüllen gerne die Wünsche und es hängt halt davon ab, dass man dann insgesamt vielleicht von der Mietdauer her oder von der Miethöhe sich einigt. Aber wir sind da sehr flexibel. Die meisten Wohnungen liegen bei 50 bis 70 Quadratmetern. Also von Einraum- bis Dreiraumwohnungen ist alles da. Ja, und Feste sollten bekanntlich gefeiert werden, wie sie fallen. Und das wurde dann auch am Freitagnachmittag gemeinsam mit Vermieter und Mietern von groß bis klein bei strahlendem Sonnenschein und musikalischer Begleitung getan. Diese Uhr ist wasserdicht. Und stoßfest. Kaufen Sie diesen Hammer. Sie suchen eine neue Wohnung? Ruhig und zentral gelegen mit Kinderspielplatz und Liegewiese direkt vor der Haustür? Sie möchten eine Wohnung mit Südbalkon? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Stelle. Thomas Böckeler Immobilienmanagement bietet Ihnen in der Seelauer Straße und in der Walder Schade Straße in Weißenfels Wohnungen mit 50 und 70 Quadratmetern. Vereinbaren Sie doch gleich heute noch einen Besichtigungstermin unter der Telefonnummer 03445 70 86 33. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Reko Möbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Ob nun sanierte Altbauten, Geschäftsräume oder betreutes Wohnen. Für jeden Bedarf bietet die WVW Wohnungen in allen Größen, in jedem Stadtgebiet ihren Mietern an. WVW. Mehr als Wohnen. Also ich muss sagen, ich habe seit Monaten eine Wohnung gesucht und ich bin bei Wohnbau Theissen endlich fündig geworden. Hab dann dort angerufen und es war sofort ein ganz netter Ansprechpartner da. Die haben mich eingeladen, haben mich beraten, haben mir alles aufgezeigt, meine Möglichkeiten. Ich kann jederzeit, wenn ich Fragen habe, anrufen. Ich werde immer freundlich empfangen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, zu Wohnbau Theissen zu kommen. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Ja, der Sommer ist zurück, liebe Zuschauer, und das mit spürbar heißen Temperaturen. Für gehörige Abkühlung werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Freiburg sorgen, denn die feiern am Samstag ihr 150-jähriges Jubiläum. Und weitere Veranstaltungstipps, die kriegen Sie jetzt von uns. Drei Tage Abenteuer, drei Tage Offroad, drei Tage Spaß. Das können Sie vom Freitag, den 7. August bis Sonntag, den 9. August beim Offroad Sommerfestival 2015 im Tagebau Profen erleben.
Das 6. intereuropäische Festival bietet für alle Globetrotter, Allrad-Enthusiasten, fernwehgeplagte Kiesgrubenritter, neugierige Freunde und Zaungäste jede Menge Offroad-Spaß und Möglichkeiten, sich mit seinem Fahrzeug auszuprobieren. Weitere Informationen und ein genaues Programm finden Sie auf der Webseite www.offroadfestival.de. Am Samstag, den 8. August, sorgt in Naumburg die Schlagerparade mit Claudia Jung, Bernhard Brink, Nino De Angelo, Iron Shear, Achim Petri und Achim Menzel für Unterhaltung pur. Die Moderation liegt in den Händen von Antje Klann. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Los geht's um 16 Uhr. Einlass ist bereits ab 14 Uhr. Die Welt des Weißweins ist bunt. Die Trauben können hellgelb, gelbgrün, grün, grau, graurot oder rot sein. Und selbst die Weine verfügen über ein reiches Farbspektrum. Die kleine Sonderschau im Weinmuseum stellt diese Vielfalt vor. Eine erlesene Auswahl regionaler und internationaler Weißweine wird präsentiert. Erfahren Sie Wissenswertes über die Trauben, ihre Verarbeitung und die verschiedenen Weine, ihre Farben und ihren Geschmack. Oder wussten Sie bereits, dass der italienische Passito aus getrockneten Trauben hergestellt wird? Oder dass Portwein nicht nur rot sein muss? Daneben informiert die kleine, aber feine Präsentation auch über den in Saale-Unstrut-Weingebiet angebauten Grauburgunder und noch viele weitere Reben und Weinsorten. Wo können Sie das alles erleben? Auf Schloss Neuenburg in Freiburg. Wann? Zum Beispiel am Sonntag, den 9. August in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Zu seinem 25-jährigen Jubiläum lädt der Motorclub Crazy Wheels e.V. aus Steigra am Samstag, den 8. August, nicht nur alle Kinder herzlich ein. Alle Interessierten können einen bunten Nachmittag mit vielen Attraktionen verbringen. Neben einer Oldtimer-Ausstellung gibt es unter anderem für die Jüngsten ab 14 Uhr Fahrradtraining mit dem ADAC. Dazu bitte, wenn es möglich ist, sein eigenes Fahrrad und einen Helm mitbringen, da es nur eine begrenzte Anzahl von Leihrädern gibt. Außerdem werden Rundfahrten mit dem Lanz Bulldog samt Anhänger und Ausfahrten mit einem Motorradgespann geboten. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein und alle Leckermäuler aufgepasst. Es gibt kostenlosen Pfannkuchen. Los geht's um 12 Uhr auf dem Festplatz an der B180 in Steigra. Wir wünschen schon mal allen viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, was Sie auf alle Fälle mal erleben sollten, das ist die Freiburger Lichternacht. Dieses Jahr ist es die 6. und mit dem Segen von Petrus konnte das Feuerwerk auch pünktlich starten. Bereits zum 6. Mal lud der herzogliche Weinberg zur Lichternacht in Freiburg ein. Im letzten Jahr hatten die Organisatoren mit reichlich Regen zu kämpfen. Und ich hätte vermutet, es gibt viel negative Kritik, aber im Gegenteil. Die meisten haben gesagt, es war ein wunderschönes Ambiente. So Gewitter, Feuerwerk, die Blitze im Hintergrund und so weiter. Aber in diesem Jahr hoffen wir natürlich, dass das nicht passieren wird. Und da sind wir uns fast sicher, der Wettergott wird uns treu bleiben. Es ist ja kaum Wind angesagt. Und Sonnenschein und warme Temperaturen, 22 Grad, sollen es 22 Uhr noch sein. Also wir hoffen auf einen wunderschönen Abend. Es ist eine tolle Tradition jetzt mittlerweile geworden. Und was gibt es jetzt sonst noch Neues hier vom herzoglichen Weinberg? Ja, ich gebe mir immer viel Mühe, Neues mit reinzubringen. Aber die 6. Veranstaltung, jedes Jahr getoppt. Sehr viel Neues kann man nicht bringen. In altbewährter Weise haben wir die Dance Act Sisters wieder mit dabei, mit einem neuen Programm. Wir haben die Band Pina Colada, die für alt und jung eine gemischte Musik bringt, was immer sehr gut ankommt. Natürlich Red Attack mit ihrem Auszug aus dem neuen Programm. Das wird eine super Sache, schon aufgebaut auf dem Weinberg. Und natürlich Pyrotech Wettin mit einem klasse Feuerwerk. Also das kann ich wirklich versprechen, das wird das Vorhergehende noch toppen. Und der Herr Alexander Goldstein mit seinen Lasern und seiner Illumination des Weinberges. Wir haben gestern schon geprobt. Ich denke, es wird ein herausragender Abend. Da wünsche ich viel Spaß.
und alles Gute für die Zukunft. Ich bedanke mich. Die Wünsche und Hoffnungen gingen an diesem Abend alle in Erfüllung. Die zahlreichen Gäste hatten neben dem sommerlichen Wetter gute Stimmung mitgebracht und wurden mit einer atemberaubenden Show verwöhnt. Redetech heizte mit ihrer neuen Show alle Besucher richtig ein und die Lasershow samt Musikfeuerwerk setzte alledem die Krone auf. Wir sind schon auf das nächste Jahr gespannt, wenn es heißt, auf zur 7. Lichternacht nach Freiburg. Ja, liebe Zuschauer, zu den Stadt-, Sport- und Vereinsfesten, da werden sie immer auf den Grill gelegt, die Roster. Und die bekannteste dabei ist wohl die Thüringer Roster oder die Thüringer Rostbratwurst. Und einen genauso guten Ruf wie diese Roster hat auch der Kloß, der Thüringer Kloß. Und wo kommt der her? Aus Heichelheim. Wir waren im vergangenen Jahr im Herbst mal dort und haben Heichelheim oder genauer gesagt dem Kloßmuseum in Heichelheim mal einen Besuch abgestattet. Wir haben unseren Burgenlandkreis einmal verlassen und sind nach Thüringen gereist. Genauer gesagt nach Heichelheim, denn hier steht die Thüringer Kloßmanufaktur und ihr Museum. Kloßrezepte sind traditionell im Raum Thüringen, Franken, Sachsen sowie Sachsen-Anhalt verbreitet und sind dort ein Bestandteil der regionalen Kultur. Den Original Thüringer Kloß, den produziert die Firma Aplik und das bereits seit 1976. Ja, da haben wir diese rohe Kloßmasse, diesen Schab hergestellt, den es zu DDR-Zeiten schon in der Tiefkühlung gab. Ja, der wurde hier produziert und an einer anderen Stelle gefrostet. Und das Museum ist dann hier 2011 entstanden, um einfach auch unser Nationalgericht, den Thüringer Kloß, den Touristen rüberzubringen. Ja. Und das ist ihnen auch gut gelungen. Besonders für Kinder ist die Thüringer Kloßkugelbahn interessant. Von der Kartoffel bis zum fertigen Kloßgericht kann man hier die einzelnen Etappen der Herstellung beobachten. Diese Konstruktion entwickelte man hier im Haus, um den Gästen auf spielerische Art und Weise die Produktion näher zu bringen. Wer sich schon einmal gefragt hat, wie sich so ein Röstwürfel im Kloß fühlt, der kann einen begehbaren Kloß erleben. Und ein kleiner Imagefilm zeigt, wie die Produktion vonstatten geht. Und sogar den wahrscheinlich kleinsten Thüringer Kloß kann man mit Hilfe einer Lupe entdecken. Die Besucher erfahren aber hier nicht nur alles über die traditionellen Klöße. Mitnichten. Auch des Mannes liebstes Kind ist hier ein Thema. Von der Sache her ist dazu gekommen, dass das in der alten Kartoffellagerhalle genügend Platz da war und wir eine Verbindung nach Eisenach haben und unsere Geschäftsführer das als Hobby ein bisschen auch betrieben haben. Und der Herr Langmann, unser Prokurist, der hat im Studium teilweise Autos aufgebaut, Mopeds aufgebaut und sich so sein Hobby dann halt und sein Studium ein bisschen, ja, finanziert. Und das war natürlich jetzt gut, dass wir den Platz hatten und konnten das jetzt hier gut präsentieren. Und das kommt bei den Gästen sehr gut an. Denn wer rechnet schon mit Autos, wenn es doch eigentlich um den Magen geht? Neben den verschiedenen Modellen blickt man auch in eine längst vergangene Zeit zurück. Ja, weil es heißt erstmal ja Heichelheim, Kloßmanufaktur.
Gut, Speiseeis wissen die Leute jetzt auch mittlerweile, dass wir es seit 8 Jahren machen. Aber dass man eben noch so eine 2 Hallen hat mit dem, wie gesagt, Mobilen aus Eisenach und aus Sachsen mit dem Bethausen und dem Framo. Und da ist schon immer eine kleine Überraschung da. Aber es hat sich auch schon rumgesprochen, weil es auf den Flyern auch gut beworben wird, die man sieht oder im Internet. Und dann kommen auch gezielt Motorradgruppen her oder eben so Ausfahrten. Sie haben eigentlich das Stichwort schon gegeben, Eis, Speiseeis. Wie lange wird das hier im Haus produziert? Seit jetzt mittlerweile 8 Jahren. Ja, der Herr Werther, der in Nordhausen das bei VEB Nordchemie als Konsumgutproduktion produziert hat, der hat das dann an uns weitergegeben mit diesem Namen und der Rezeptur. Und wir haben das eben als DDR-Eiscreme-Klassiker wieder aufgelegt. Und die Bezeichnung, klar, eben Nordhausen zu Fußen des Brockens, der Brockenhexe, gab es dann eben Hexensplitter, Hexenkuss und Hexenkerze. So, das wäre dann auch geklärt. In der Heichelheimer Kloßwelt gibt es also für die ganze Familie etwas zu erleben. Wir haben auch diese Kinderkochschulen, die bieten wir mit an. Das passiert in den Ferien oder zu Kindergeburtstagen oder die Leute können sich hier auch anmelden bei uns. Sehr schön. Ich sehe schon mitteldeutsches Speiseeismuseum und da gehen wir beide jetzt rein. Gut, okay. Hier dreht sich alles ums Eis. Genau, was eigentlich viele nicht mit uns verbinden, weil wir unter dem Markenlogo Heichelheimer doch mehr für die Kloß- und Kartoffelspezialitäten bekannt sind, machen wir aber auch schon seit 8 Jahren dieses Speiseeis und haben hier jetzt das kleine mitteldeutsche Speiseeismuseum, wo wir viele Sachen eben von dem Herrn Werther haben, der in Nordhausen dieses Eis produziert hat. Ja, Hexenkerze, Hexenkuss, Hexenbecher und so kriegen sie es auch wieder im Handel. Und man sieht so, ne? Das würden wahrscheinlich viele Zuschauer jetzt dann gleich wieder erkennen. Die Maschinen haben ja doch zu DDR-Zeiten gestanden. Ja, und wir produzieren auch immer noch so, ne, Mitbewerber lachen uns aus, aber wir wollen ja diese Originalrezeptur rüberbringen und das geht halt nur mit diesen älteren Maschinen, weil da wird das Eis nicht so aufgeschlagen und es ist etwas fester und nicht so cremig. Vielleicht haben wir Sie jetzt neugierig gemacht und Sie statten der Kloßmanufaktur in Heichelheim einmal einen Besuch ab. Ach ja, natürlich können Sie hier auch einkaufen. Es gibt einen Werksverkauf, in dem Sie auch zahlreiche andere ehemalige Produkte aus DDR-Zeiten wiederfinden. Oder Sie verkosten die Thüringer Klöße gleich mal vor Ort. Ja, liebe Zuschauer, das war doch wohl recht interessant und Heichelheim und das Kloßmuseum ist doch mit Sicherheit einen Besuch wert. Ja, ich komme jetzt hier aus den kühlen Gemäuern und die Temperaturen waren ja in den letzten Tagen auch etwas herbstlich mit 15 Grad, aber so langsam bewegen wir uns ja wieder in die 30 Grad oder ja, die Quecksilbersäule wird wohl manche Tage noch höher klettern. Wie es genau wird das Wetter? Hier unsere Vorschau. Am Mittwoch werden Höchsttemperaturen von 26 Grad erwartet. Dabei weht ein schwacher Wind aus nördlicher Richtung mit teilweise frischen Böen um 30 km/h. Niederschlag wird nicht erwartet, denn die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt nur 7%. Dafür scheint die Sonne 10,5 Stunden. In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend klar. Die Temperatur geht auf 19 Grad zurück und es weht ein schwacher Wind aus nordwestlicher Richtung. Der Donnerstag wird wieder ein hochsommerlicher Tag werden. Die Temperatur erreicht im Tagesverlauf bis zu 33 Grad. Also ist wieder einmal Schwitzen angesagt. Es weht eine leichte Brise aus Ost-Nordost mit mäßigen Böen. Hitzegewitter sind hier und da nicht auszuschließen. In der Nacht zum Freitag sinkt die Quecksilbersäule nur bis auf 23 Grad. Von nächtlicher Abkühlung keine Spur. Der Wind weht überwiegend schwach aus südöstlicher Richtung. Und auch am Freitag ist wieder Schwitzen angesagt. Das Thermometer kann bei strahlendem Sonnenschein bis auf 37 Grad klettern. Und bei diesen anhaltenden hohen Temperaturen sind wiederum Hitzegewitter mit einzuplanen. Wie sich das Wetter am Wochenende gestaltet, das sagen wir Ihnen in unserer aktuellen Sendung am Freitagabend. Musik.
Ja, liebe Zuschauer, und das war sie schon wieder, unsere aktuelle Sendung am Dienstagabend. Wir sehen uns natürlich wieder zur nächsten aktuellen Sendung am Freitagabend. Dann unter anderem mit einem ausführlichen Beitrag oder mit einem ausführlichen Interview vom Mönch Maximilian. Ja, wenn Sie weitere Nachrichten wissen möchten, sehen möchten, dann schauen Sie ganz einfach auf unsere Homepage unter www.blkregional.tv oder, wie ich es immer erwähne, Sie besuchen uns ganz einfach bei Facebook. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Schwitzen Sie nicht allzu sehr. Tschüss, machen Sie es gut. Bis zum Freitag.